Freunde, willkommen zurück beim nicht ganz so professionellen LS Let's Play aus der Niedersachsen. Wir sind in der letzten Folge reingestartet in die weiteren Häcksler-Aktionen hier auf meinem Maisfeld Nummer 2. Das ist soweit ganz okay angelaufen, würde ich meinen. Und ja, ihr seht, es ist schon ein bisschen was hier im Fahrsilo zusammengekommen. Also, ich bin nicht ganz so guter Dinge, dass zwei Fahrsilos reichen werden für diese Fläche, die wir da gerade am Start haben. Mittlerweile ist Abfahrer Nummer 1 auch schon wieder beim Häcksler und den Häcksler habe ich mal kurz auf Cosplay gestellt, damit die schon mal weitermachen. Da springen wir jetzt aber wieder rüber und dann gucken wir mal, wie weit wir da schon sind. So, mal schauen. Kurz zwischenspeichern. Na klar, muss sein. Safety first. Da kommen die beiden verbleibenden Abfahrer und hier fährt ein kleines Tandem. Jetzt die Frage, was übernehmen wir? Abfahrer oder Häcksler? Ah, ich würde sagen, wir steigen gleich mit dem Häcksler ein. Ich lasse den da vorne erst noch mal rumfahren. Und dann gehen wir wieder mit rein. In der Zwischenzeit können wir mal einen Blick reinwerfen. Gibt es die Aufträge noch hier mit den ganzen Ballen? Und wenn ja, oh ja, guck mal hier. Oh, 97.000, 97.000. Da sind noch ein paar gute bei. Das hier ist allerdings wieder Wenden. Und zur, da ist es, zur US-Tierfutteranlage liefern. Der auch. Ha. Okay, ich könnte also aus meiner Tierfutteranlage, nee, aus meinem Ballenhäcksler könnte ich dann schon mal entnehmen und rüberfahren. Dann hätte ich schon mal alles abgegeben. Hier ist noch ein fast 75.000 Euro Auftrag und der geht allerdings dann zur Energie Marschdorf AG. Oh, ihr seht diese Werte, es ist sehr verlockend, da doch wieder einzusteigen. Aber die beiden 97er, da könnte ich drüber nachdenken, die mal zu machen. Ich nehme die jetzt aber nicht an. Vielleicht mache ich das dann irgendwie mal nebenbei. Ach so, wir waren hier auf dem Abfahrer gerade. Okay. Gut. Springen wir jetzt mal rüber. Und schnappen uns den Häcksler wieder. Anschmeißen. In der Hoffnung, dass jetzt auch gleich jemand kommt. Das ist mittlerweile Anhänger Nummer 7. So, der wird jetzt wahrscheinlich einmal komplett rumfahren wollen, damit er die Frucht nicht kaputt macht, oder? Ah, er ist nicht ganz so auf den Kopf gefallen. Guck mal an. Bei uns muss er dann allerdings auch wieder drehen. Gut. Nehmen wir mit. Kleines Bildchen, kurz warten. So. Ich habe so die Befürchtung, dass wir auch in dieser Folge nicht ganz fertig werden können. Mal gucken, wie weit wir kommen. Dieses Mal starten wir sofort rein und haben eigentlich oder dürften eigentlich auch keine Probleme mehr damit haben mit den Kursen im Fahrsilo. Da musste ich ja in der letzten Folge nochmal ran und die Kurse korrigieren. So, dann komm mal ran an die Burg jetzt. Damit es hier ordentlich weitergeht. Den darfst du auch noch mitnehmen. Sehr schön. So, ansonsten haben wir auch auf dem Zettel unsere Sonnenblumen und unsere Zuckerrüben. Und wenn die soweit sind, dann werden wir noch einen schönen Jahresabschluss haben. Mit ordentlich viel Baumwolle. Stoffproduktion ist ja bereits gesetzt. Da geht dann auch noch mal gut was rein, hoffe ich. So, ich bleibe jetzt einfach mal auf dieser Spur in der Hoffnung, dass das auch Cosplay-konform ist.
Kleiner Check. Ja, ist okay. Kann man machen. Der sieht auch schon wieder halb voll aus hier, oder? Aber es steigt jetzt langsam hier. Der Füllstand steigt gerade nur langsam. So, das war Vorgewende Nummer 2. Hoppla, wieso lenkst du denn schon ein, mein Freund? Auf ins Vorgewende Nummer 3. Jetzt bin ich gespannt, ob es in der Kurve hier gleich wieder Problemchen gibt. Oder ob er hier jetzt mitzieht. Ich wäre großer Fan von fahr mal mit um die Kurve. Ja, er hat ganz kurz gestoppt, aber das sieht ganz gut aus. Oder auch nicht. Doch, doch, doch. Er ist noch dran. Er ist noch dran. Jetzt musst du nachziehen. Gerade so noch die Kurve bekommen hier. Das sollte übrigens kein blödes Wortspiel sein. Das kam jetzt ganz spontan. Ja, das hat auf jeden Fall besser hingehauen als vorher mit dem Deutz. Aber ich könnte fast noch so ein bisschen verlagern, ne? Wenn ich mir das Schneidwerk hier so angucke, da wäre eine Reihe wäre ja fast noch mit drin. Wie sieht's von innen aus? Ja, nee, doch. Ist okay. Ist, glaube ich, genau richtig. Boah, guck mal, wie der hier anzieht. Der ist gleich voll. Tja, da ist Hänger Nummer 8 voll. Krass. Das geht hier Schlag auf Schlag. Du musst jetzt wegfahren, damit der andere loslegen kann. Muss ich dir erst so ein bisschen Platz machen, ha? Okay, ist in Ordnung. Na, kommt ihr euch in die Quere oder passt das? Na, ich würde sagen, das passt. Mr. Fast Truck. Das Fast kommt hier gerade nicht so ganz hin. So, können wir weitermachen. Bitte sehr. Bin gespannt, wie schnell der jetzt voll ist. Der Anhänger ist nochmal einen Ticken kleiner als die anderen beiden. Also lassen wir uns überraschen. Wenn man hier jetzt so runter guckt, da ist schon noch einiges zu holen, würde ich sagen. Also das könnte tatsächlich fast ein bisschen eng werden mit meinen Silos. Ob ich noch so schnell eins frei bekomme? Vielleicht bei der BGA. Oh, oder ich glaube, bei der BGA könnte sogar eins frei sein. Das habe ich, glaube ich, leer gemacht. Ah, ja, 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 ja. Ich glaube, da sind ein oder zwei frei. Muss ich da mal schauen. Ansonsten muss ich einen Zwischenstopp machen, BGA füllen, sofern da was reingeht. Oder aber verkaufen, ne? So, zack. Oh.
nicht ganz gerade raufgekommen. So ist besser. Ich frage mich, ob ich mehr Maisfläche brauche zukünftig oder ob zwei Feldflächen da ausreichen für meinen Bedarf. Ich brauche den Mais ja im Grunde genommen für die Kühe, für totale Mischration und für die BGA. Ansonsten aktuell nicht benötigt. Wobei die Kühe jetzt Stück für Stück halt auch immer mehr benötigen werden. So, ich fahre schon mal wieder ein und verschwende hier ein bisschen was. Damit der Fast Truck nachzieht. Du musst hier rankommen. Oder ist der voll? Der ist voll? Das gibt's ja nicht. Na, aber er hat sich einen schönen Weg gesucht. Das ist okay. Gut, dann springen wir mal rüber. Gucken mal, wie es da aussieht. Springen wir dahin. Jawohl. Da. Achso, der ist noch an. Deswegen haben wir hier Sound. Kommt hier zufällig gerade jemand ums Eck oder kann ich da einmal durch? Ich kann da einmal durch. So wie das aussieht, war ein Abfahrer hier. Mu. Ja. Probieren wir es mal so. Ah, komm. Ich sag ja, die nicht ganz so professionelle Landwirtschaftssimulation hier. Herrlich. Bisschen tiefer. So. Ich glaube, ich gucke mir das echt mal mit einem Radlader an. Ob das vielleicht eine Variante ist, mit der ich besser zurechtkomme. So, und von der Seite hier wollte ich auch einmal nachschieben. Damit es hier nicht zu abschüssig wird. Oh, ganz gut, oder? Müsste hinhauen. Guck dir das an, wie voll das jetzt schon ist. Also theoretisch müsste jetzt als nächstes der Axion hier eintrudeln. Hoffe ich jedenfalls. Da ist er. Sehr gut. Das nenne ich Timing. Können wir da auch gleich hinterher? Ah, von wo schaue ich? Von hier. Volle Konzentration. Um möglichst nicht zu viele Wellen hier rein zu donnern. Schön langsam, gemächlich. Ah, da hat das Schild sich wieder so ein bisschen verschoben. Nach oben, gerade. Dann schieben. Ganz ruhig. Nicht mit der Maus zucken. Ah, da ist es runtergegangen. Von selbst. Ich habe die Maus gar nicht angefasst.
Oh, schon ein bisschen nervig, aber okay. So, müsste aber reichen für den Fast Truck, dass er da gut rüberkommt. Beziehungsweise in den nächsten zwei, drei Runden sollte das eigentlich hinhauen. Springen wir zurück. Axion unterwegs. Fast Truck kommt gerade an, oder wie sieht's aus? Wo ist denn der Fast Truck? Da ist der Fast Truck. Nee, der ist erst hier vorne. Okay, dann verschiebt sich das jetzt hier doch ganz gut mittlerweile. Und unser. Ah, der ist schon da. Abfahrer Nummer 1 ist da. Dann soll er mal antanzen hier. Dann haben wir sie jetzt schön verteilt auf der Karte. Ja, dann lassen wir die nächsten Runden mal laufen. Und gucken, ob da auch wirklich drei Runden einfach eingebracht werden können in Silo, ohne dass ich zwischendurch schiebe. Der muss jetzt natürlich gleich erst noch drehen. So, einmal umdrehen bitte. Danke sehr. Und dann kommen Sie hier mal an den Start. Ab dafür. Sehr gut. Vielleicht läuft es dann jetzt einen Ticken flüssiger. Wir hatten die jetzt ja immer auf einem Haufen. Wobei das nicht viel ändern würde, ne? Weil die sind ja doch relativ schnell voll hier, meine drei. Ich glaube, die Investition hier in die Fläche hat sich gelohnt. Eigentlich ist meine Überlegung ja, hier alle Flächen zusammenzulegen und dann eine große Fläche mit Mais zu haben. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob das schlau ist. Vielleicht sollte ich dann weitere Silos bauen. Sonst wird das mit den Kapazitäten möglicherweise ein bisschen eng. So, jetzt müsste eigentlich langsam schon der Axion anrollen, damit es dann einigermaßen nahtlos läuft. Noch sehe ich ihn nicht. Ja, vielleicht sollte ich da doch in weitere Abfahrer investieren. Überlegung ist natürlich, da dann auch. Da kommt der Axion. Okay. Richtung Auflieger zu gehen und dann die MANs mitzunutzen. Was hätten wir denn da? Die brauchen ja eh gerade ein bisschen. Anhänger. Wobei ich kann eigentlich gleich bei Krampe gucken, ne? Theoretisch. An sowas hier dachte ich. Da gehen dann fast 60.000 rein. 95.000, das geht ja sogar. Also theoretisch könnte ich so einen kaufen. Aber der kippt. Schiebt der oder kippt der? Das checke ich immer nicht so ganz. Also durch die Fläche hier denke ich, dass der schiebt.
Weil ich mag es lieber, wenn rausgeschoben wird. Das Kippen, da bin ich kein großer Freund von. So, sehr schön. Wobei ich natürlich auch so ein bisschen im Auge behalten muss, dass ich mit den Fahrzeugen dann auch noch über meine Hochflächen komme. Das darf ich natürlich auch nicht vergessen. Und vor allem, dass ich an die Produktion rankomme. Naja, bis zur nächsten Maisernte ist dann ja erstmal Zeit. Haben wir schön ein Jahr darüber nachzudenken. Wobei MAN als Abfahrer dann ja auch schneller unterwegs ist. Das ist dann natürlich wieder ein Aspekt, der dafür spricht, da umzusteigen. Oder ich kaufe mir einfach weitere Fast Trucks. Ja, der dreht schon immer so lustig mit ein hier. Und dann komme ich hier nicht richtig weg. So, wir haben gleich vorgewendet Nummer 3. Also die Fläche braucht hier gut Zeit und ich bin, glaube ich, gerade ziemlich schief gefahren. Das ist nicht so cool. Oh ja. Oh. Ich denke mal, dass ich auf der Fläche dann nach dieser Folge noch mal ein bisschen offscreen vorarbeite. Das ist jetzt nicht so cool. Ich hänge fest. Damit wir hier ein bisschen vorankommen. So, jetzt musst du rankommen hier. Jetzt musst du rankommen. Jetzt bist du gefragt. Nicht dein Ernst, wo willst du denn hin? Da ist auch noch ordentlich Platz drin. Na? Und hier so neben den Häcksler jetzt. Jetzt neben den Häcksler, bitte. Ah, der nächste Abfahrer fährt an. Der fährt echt ab. Nee. Der ist doch nicht voll, oder? Ausrichten, ausrichten. Jawohl. Okay, cool. Und weiter geht's. So, was haben wir jetzt? Dann haben wir, glaube ich, 9, 11 Anhänger bisher. Kommt es hin? Mit dem hier dann 12. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja gut, wenn wir hier
mit dem Vorgewende durch sind, dann würde ich meinen, dürfte hier noch ungefähr so viel stehen, wie auf der Fläche da oben vorhanden war. Könnte hinkommen, oder? Es funktioniert jetzt aber tatsächlich besser mit den Abfahrern als auf der anderen Fläche. Da gab es ja immer noch so ein paar kleine Problemchen. So, nächste Runde voll. Krass, okay. Ist hier schon wieder ein Abfahrer auf dem Weg zu mir? Oder springe ich jetzt mal rüber zur Fläche? Axion ist unterwegs. Deutz ist auch noch auf dem Weg zum Fahrsilo. Okay. So, es füllt sich schon wieder gut. Wir sind jetzt bei über 1 Million. Aber er zählt halt beide Silos leider zusammen. Irgendwie werden die ja zusammengerechnet. Und hier sagt er 0, richtig? Na, ja, hier sind auch schon 63 Liter sind hier schon drin. Sehr schön, das sind wahrscheinlich die hier vorne. Okay. Da müsste hier ja jetzt gleich ein Deutz um die Ecke kommen, oder? Da ist er. Ja gut, dann machen wir dem kurz Platz. In der Hoffnung, dass er jetzt die rechte Fahrspur nimmt. Ah, ich klappe schon mal ein Schild auf. Nein, er nimmt die linke. Na klar, na klar. Nee, mach ruhig. Dann sehe ich auch gleich, ob ich hier... von der Höhe her schon Problemchen bekomme. Ah, schöne Welle reingebaut. Sehr gut. Da nochmal ein bisschen nachschieben, bitte. Da sollst du nochmal nachschieben, bitte. Es tut nicht, was es tun soll. Ach, herrje. Warum machst du denn nicht, was du machen sollst? So. Schade ist, dass man den Schild halt nicht mit der Seitenkonsole steuern kann. Das wäre von großem Vorteil. Dong, 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 dong. Sehr gut. Guck mal von der anderen Seite. Vielleicht geht das einen Ticken besser. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich der Axion und hängt mir im Nacken. Ah, ich glaube, höre ich ihn schon? Da muss er warten. Das hier muss jetzt zumindest so ein bisschen bereinigt werden. Ja, ja, es ist schon... Oh! Nein, wir müssen vorwärts. So. Und Platz machen. Ja, verteilt sich aber noch ganz gut. Der Deutz dürfte ja noch nicht wieder zurück sein. Also mache ich noch eine Runde. Wobei hier gucke ich mal, ob ich das auch einfach durch Gewicht verdichten kann. Und verschieben. Aber da hinten wird es jetzt langsam interessant mit der Abfahrt. Vielleicht sollte ich von der Seite jetzt auch mal anfangen nachzuschieben.
ist schon. Ziemlich hoch, ne? Ich würde sagen, der Fast Truck kann hier noch rein und dann wird es aber interessant. Dann sollte ich vielleicht langsam auf die andere Fläche ausweichen. Hier vorne ist natürlich noch ordentlich Platz. Nur wie schiebe ich das so, dass das da auch vernünftig hinhaut? Plus dieser ganze Kram, der hier jetzt vorne dran liegt, den muss ich ja auch noch mal wegschieben. Da ist auch schon unser Fast Truck. Mal gucken, ob der da vernünftig runterkommt. Ah, gut, dass wir auf der Seite jetzt schon mal drüber gegangen sind. Also drei Runden gehen da noch rein, oder? Passt schon. So, sieht auch gut aus. Kommt man gut rüber. Springen wir mal zur Fläche. Wahrscheinlich ist. Jo, Abfahrer kommt gerade an. Perfekt. Kannst direkt rüberkommen hier. Immer wenn ich die Silos sehe, denke ich, ja, das passt schon. Wenn ich dann die Fläche hier sehe, denke ich wieder, ja, oder auch nicht. Vielleicht sollte ich eine größere Biogasanlage bauen. Auch noch eine Variante. Oder noch eine zweite dazu kaufen. Wobei es dann irgendwie auch Sinn machen würde, die beieinander zu haben, ne? Bald fange ich an, hier so hin und her zu shutteln. Hoppla. Mein Fehler. Der Deutz lenkt jedenfalls nicht so gemein mit ein wie der Axion. Kommt wieder die berühmte Ecke, wo dann ordentlich was verloren geht. Wobei ich mittlerweile fast schon gar nicht mehr so böse darum bin, wenn was verloren geht. Zumindest ein bisschen was. Oh, das hat aber gut hingehauen jetzt. Ja, man muss nur meckern. Wenn man meckert, haut es auf einmal hin. Sehr schön. Na, Abfahrer Nummer 2 ist auch schon wieder da.
jetzt bin ich aber tatsächlich. Nee, doch, von der Ausrichtung her passt das. Der Häcksler kriegt auch langsam so einen richtig schönen Belag hier. So soll das sein. Sehr gut. Eins von hier hinten, das finde ich gerade ganz cool. Schön nah dran. Das Rohr muss mit drauf. Abfahrer voll. Nächster bitte. Muss ich dir noch ein bisschen Platz machen hier, oder? Ja. Nutze ich für ein Bild. Na, wo bleibt der Axion? Ja, einmal mittendurch ist okay. Kein Problem. Mach ruhig. Vielleicht sollte ich mit zwei Häckslern arbeiten. Was wird das? Ich habe euch Abfahrer so gelobt heute. Und dann zieht ihr hier auf einmal Dinger ab. Sehr schön. Das löbt. Ich habe ja gedacht, dass wir ein bisschen schneller unterwegs sind, tatsächlich. Aber okay. Was willst du machen? So, Fast Truck ist auch schon wieder da. Sehr gut. Ein schönes Bild, ne? Mitnehmen. So, jetzt müsstest du doch langsam mal voll sein, oder? Sehr gut. Der nächste bitte.
Ja, ich denke, nach der Runde stelle ich um auf das Fasilo Nummer 3. So, bis am Start. Perfekt. Hier schon mal so eine leichte Kurve reinbringen. Dann passt das nämlich auch sehr gut. Da hinten geht es ja leider nicht. Ah, und trotzdem eine Kante reingedonnert. Sehr schön. Ah, eins stehen lassen. Was tut er? Wo willst du hin? Ich stehe doch hier. Gut, hole ich mir den einen noch. Ah, läuft. Sehr schön. Auch schon wieder halb voll hier, würde ich mal behaupten. Ah, die Ecke muss mit. Jo. So, komm, da ist noch ordentlich Platz drin. Kra, kra, kra. Jetzt einmal sauber mitfahren hier, sauber mitfahren, nicht stehen bleiben. Was auch immer du da machst. Nur weil ich sage, dass vielleicht die Fahrsilos nicht ausreichen, heißt das nicht, dass ich etwas vergeuden will. Mitgenommen. So, den machen wir noch voll. Und dann springen wir noch mal rüber zum Fahrsilo. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie wir hier weiter verfahren. Ob ich dann offscreen noch mal weitermache und das Ganze voranbringe. Ansonsten sind wir hier ja noch mal mindestens 2 Folgen unterwegs, würde ich behaupten. So, Axion gleich da. Deutz ist also schon durch. Und der hat schon wieder rechts drauf geladen. Was soll das denn? So, ich verstell den Schild gar nicht erst. Jawohl, jetzt passt das auch so.
So, da kann ich ein bisschen runtergehen. Da ist die erste Delle. Ups. Da ist die zweite Delle. Da ist die dritte Delle. Warum schiebst du den denn jetzt runter? Das ist auch ein blödes Teil, ey. Ich komme mit diesem Schiebeschild nicht sonderlich gut zurecht, muss ich sagen. Jo, genau. Und jetzt kommt gleich der Axion und dann ist hier nämlich alles im Weg. Zieh das Ding noch mal hoch jetzt. Ich hab's ganz oben, will ich's haben. Herr Jemine. So. Klapp mal ein, damit du mir da jetzt nichts wegschiebst. Oh, das sieht ja total professionell aus. Ich glaube, ich sollte von der Seite hier dann, wenn der Axion durch ist, mal eine Runde einlegen. Müsste denn nicht langsam hier sein? Ja, da kommt er. Okay. Sehr schön. Und dann dürfte sich das Ganze auch ein bisschen besser verteilen. Ah, er nimmt die linke Spur. Das ist ja schon mal gut. Frage ist, ob die sich da dann demnächst auch mal festhängen. Oh, das sieht aber gut aus. Wie so ein Offroad-Gefährt. Na, aber jetzt zieht noch ordentlich durch. Das ist schön. Bisschen schneller. Danke. So, Position und gib ihm. Ja, das hat sehr viel gebracht. Er ist ja wieder so raufgehuppelt. Das ist nicht so cool. Ja, besser. Ich möchte das gerade nur so ein bisschen begradigen, weil hier ja gleich der Fast Truck reingeschneit kommt. Schaffen wir es noch einmal vor dem hier durch von der anderen Seite, dass der nicht ganz so Probleme kriegt. Sehr gut. Und Rinder. Ja, schön verteilen, schön verteilen. Sehr gut. Wird doch. Ist auch eine nette Spitze hier. Kriege ich die weg? Na klar. Ich glaube, ja. Also nach der Runde wechseln wir auf jeden Fall das Fahrsilo und ich muss das hier dann mal ein bisschen in diesem Silo hier verteilen. Sieht aber gut aus, ne? Wie er da so drauf steht. Ein guter Ertrag, würde ich meinen. So, dann gucken wir uns jetzt noch an,
kommt der Fast Truck da durch oder kriegt er Probleme? Und dann war es das für heute. Es wird gleich das letzte Bild. Wo ist er denn? Ach ja, der braucht noch eine ganze Zeit. Ja gut, dann, Freunde, dann ist das hier das letzte Bild, würde ich sagen. Wir sind ja bei 50 Minuten. Und dann lasst euch überraschen. Ich gucke, ob ich offscreen ein bisschen Zeit habe, hier schon vorzuarbeiten. Ansonsten lassen wir das beim nächsten Mal nebenher laufen und machen uns dann vielleicht schon mal an die Ernte von den Sonnenblumen, damit wir da Öl draus kriegen. Wird sich zeigen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar und ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank und ciao, ciao.